Hallo Freunde, wir sind wieder da. Und beim Bier, das meine ich die Sarah und ich. Genau, ihr wisst ja, ich war in Birmingham, dann war ich 2 Wochen auf dem Chaos Communication Camp und dann waren wir ja 2 Wochen in Urlaub und jetzt und dann haben wir einfach nicht gleich in der ersten Woche wieder angefangen und war einfach auch nicht möglich. Gleich in der zweiten Woche. War auch nicht möglich. Und jetzt fangen wir aber morgen wieder an, also am Montag quasi. Mhm. Das wird dann Livestream, was haben wir gesagt? 76. Ja. Und wir haben uns aber entschlossen, dass wir nur noch bis 80 die Livestreams machen. Ja. Und das mit den Livestreams, willst du es erklären oder soll ich erklären? Das ist eigentlich teilweise wegen meiner Arbeit, weil das immer vorher so schwierig war, das Aufbauen. Und dann vor allem, wenn ich halt um 19:30 heimgekommen bin und wenn ich halt so ein richtiger stressiger Arbeitstag habe, das war bloß nur mehr Stress mit dem Livestream und sowas. Und das zweite Grund ist eigentlich, weil wir haben beide gesagt, das Videoproduktion hat uns einfach besser gefallen und hat einfach mehr Spaß gemacht für uns beide. Das war auch nicht mehr so viel Stress, das war einfach mehr flexibel und sowas. Und es wird eigentlich allgemein für uns besser. Genau. Während der Corona-Zeit hat es halt einfach gepasst, weil Sarah war sowieso immer da, ich habe ja sowieso Homeoffice. Hm. Aber es ist halt jetzt einfach mit Sarah ihrer Schichtarbeit schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Genau. Ja. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen keine regelmäßigen Livestreams mehr. Wenn wir mal wieder Lust haben auf einen Livestream und es passt uns. Vielleicht bei irgendwelche großen Events, wenn ich halt ein super geiles Rezept finde oder sowas. Genau. Machen wir vielleicht noch wieder welche, aber wir wollen tatsächlich mehr auf produzierte Videos verlagern. Mhm. Wir haben auch schon 2 Ideen für neue Serien tatsächlich. Also natürlich werden wir unsere Kochen Spezial weitermachen, wenn wir wieder interessante Rezepte haben, die wir euch zeigen wollen. Mhm. Aber so also für Serien haben wir 2 Sachen. Wir wollen Eat Fresh ausprobieren. Hello Fresh. Hello Fresh, genau, Hello Fresh. Hello Fresh. Was ist? Ach, Eat Fresh ist Subway Eat Fresh, genau. Ja, genau. Nicht Fresh. Gesponsert. Noch nicht. Und wir sind auch nicht von Hello Fresh gesponsert, aber okay. Hello Fresh, wenn Sie uns sponsern wollt, dann. Aber genau, wir wollen Hello Fresh ausprobieren und wollen euch da dann teilhaben lassen, wie wir das finden. Und wir werden das wahrscheinlich so im produzierten Videoformat machen. Wie genau, haben wir uns noch nicht überlegt, aber da kommen definitiv produzierte Videos. Mhm. Und dann wollen wir noch eine Serie machen, wo wir uns Dönerbuden oder wie Döner Donnerstags. Genau. Dönerverkaufsstände, wo man sich Döner kaufen kann in Nürnberg anschauen und die bewerten. Ja. Genau. Wobei wir da wissen wir noch nicht, wann wir anfangen. Da sind wir am überlegen, ob wir da erst im Frühling anfangen, wenn das Wetter wieder besser ist. Aber seid gespannt, da kommt was. Ihr seht es ja dann auf unserem Channel. Yeah. Genau, ansonsten schaltet morgen ein. Wir machen morgen ein Rezept aus Apulien. Es ist quasi Mini-Calzone. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Aber irgendwas mit Palge? Panzerotti. Panzerotti. Morgen gibt es im Livestream Panzerotti. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen. Um 20 Uhr? Um 20 Uhr. 20 Uhr, 20:15 Uhr, sowas um den Dreh. Je nachdem, wie Sarah aus der Arbeit rauskommt. Genau. Und bis dahin bleibt uns gewogen. Noch einen schönen Sonntag. Eure OnlyFans. Bye!